diesmal bin ich wieder an der Reihe. Allerdings diesmal nicht mit einem Märchen, sondern ich habe mir gedacht, ich lese euch mal eine Sage vor. Ihr wisst ja, hier am Rhein gibt es unendlich viele Burgen und fast jede Burg hat auch ihre eigene Sage. So auch die Burg Rheinstein. Und da geht es um die Brautwerbung auf Burg Rheinstein. Also, fangen wir an. Brautwerbung auf Burg Rheinstein. Rheingold kommt längst nicht mehr in meinem Ufersand vor. Schon als die Burgunden goldhungrig wurden, mussten sie Helden zu Leibe gehen, die es von anderswo mitbrachten. Dabei ist es dann auch geblieben. Die Herren auf den prächtigen Rheinburgen schröpften Schiffer und Handelsleute. Und wenn sie bei einem kein Gold fanden, nahmen sie eben mit Silber vorlieb. Geld war etwas, das dem Ritter Diethelm auf Burg Rheinstein in seinem langen Leben immer zwischen den Fingern zerronnen war. Wenn ihn sein Mangel kränkte und schmerzte, fand er jedoch Trost im Anblick seiner schönen Tochter Gerda, die aus einer spät geschlossenen Ehe hervorgegangen war. Ihre Geburt hatte das Leben der Mutter gekostet. Das Mädchen war nun in dem Alter, umworben zu werden. Und der Vater träumte oft wachen Auges von einem reichen Freier, der ihm für die Hergabe der Tochter entschädigen sollte. Es gab da zwar einen, dem weder Jugend noch Schönheit fehlte, des alten Sternbergers ältester Sohn namens Helmbrecht, aber auch auf der Burg Sternberg regnete es kein Geld. Reichtümer waren von dort nicht zu erwarten. Doch das hielt Helmbrecht nicht davon ab, von Gerda zu schwärmen. Und resolut wie er war, ritt er eines Tages zu seinem Onkel, dem Gunzelin von Reichenstein, und bat ihn, als Brautwerber bei Gerdas Vater vorzusprechen. Gunzelin, ein grauhaariger Hühne mit großem Vermögen und zweifelhafter Herkunft, war der nächste Nachbar von Ritter Diethelm und er wusste, dass Gerdas Vater einen reichen Schwiegersohn haben wollte. Als Gunzelin nun Gerda gegenüberstand, bekam er jedoch selbst Appetit auf das junge Mädchen und warb, statt für seinen Neffen Helmbrecht, selber um sie. Er selber wollte Gerda zur Frau, koste es, was es wolle. Der Vater, von seinem Reichtum und stattlichem Auftreten geblendet, willigte ein. Das war doch ein gestandener Mann, einer, der etwas besaß. Kein junger Habenicht oder Sohn eines Habenichts, wie es der Sternberger bekanntlich war. Und da es der Herr Nachbar sehr eilig hatte, wurde die Hochzeit gleich für einen der nächsten Tage festgesetzt. Es sollte in der Clemenskapelle von Trächtingshausen vollzogen werden. Die liegt zu Füßen des Rheinsteins und des Reichensteins direkt an meinem Ufer. Gerda war außer sich, als sie den Namen ihres Zukünftigen hörte. Ihre Wünsche waren auf den jungen Helmbrecht gerichtet. Gunzelin galt ihr aber als alter Mann. So weinte sie laut. Ihr Vater versuchte, sie zur Vernunft zu bringen. Als das jedoch nichts half, tobte und schrie er. Dann sprach er ein Machtwort. Er hatte Gunzelin von Reichenstein sein Ritterwort gegeben, basta. Als Helmbrecht angeritten kam, um Ritter Diethelm umzustimmen, stand er vor verschlossenen Türen. Er habe sein Wort verpfändet, ließ ihm der Alte bestellen. Das Mädchen verging in Tränen. Ihr Glück war, dass sie sich dazu den Burggarten aussuchte. Tränen nämlich locken Wassergeschöpfe von weit her an. Eines davon haust in dem Bach, der neben der Burg vom Hunsrück hinabrauscht. Mein Nixenkind hörte den Jammer und wusste Rat. Als am Hochzeitsmorgen des ungleichen Paares lag ein Hornissennest am Rande des Weges, den Braut und Bräutigam zur Clemenskapelle hinabreiten mussten. Als Gunzelin kam, flog von Nixenhand geschleudert ein scharfes Stück Schiefer aus großer Höhe herunter, traf das Hornissennest und riss es auf. Wer je zornige Hornissen erlebt hat, weiß, was dann geschah. Sie stürzten sich auf den Bauch des Hengstes, auf dem der falsche Bräutigam saß. Das arme Pferd, von zahllosen brennenden Stichen gequält, ging hoch und warf den Reiter ab, den Steilhang hinunter. Er brach sich den Hals. Die Braut hatte jedoch mehr Glück. Sie rettete der junge Helmbrecht von Sternberg. Vom Kummer hatte er sich oberhalb der Kapelle verborgen gehalten.
Nur eine Woche später stand er, der Retter, mit Gerda von Rheinstein vor dem Traualtar. Das war in der gleichen Clemenskapelle, in der sie beide ein Menschenalter später nach langer, glücklicher Ehe zur letzten Ruhe gebettet wurden. Das war die Sage von der Rheinstein. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wollt mal eine andere Sage hören, dass ich die vorlesen soll, schreibt uns ruhig. Hier sind ganz viele Sagen drin. Oder eine andere Idee, wir haben am Freitag immer die Wochenenden geöffnet. Wir dürfen unser kleines Burglädchen öffnen. Und da findet ihr zum Beispiel auch dieses Buch oder andere schöne Sachen. Und wenn ihr auf der Wanderschaft seid und wollt eine kleine Wegzehrung haben, ist das auch möglich. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis bald wieder. Macht's gut und bleibt gesund.